Ja, ich guck mein, öffne mein Steam-Profil und sehe, alle meine Sachen sind weg. Ja. Ich habe nichts gemacht, ich habe daran nichts geändert. Es ist komplett, meine ganzen Showcases sind alle verschwunden. Ich hatte ja einen schönen Text, hatte auf meiner Webseite hingezeigt, hatte mein Overlay und die haben alles entnommen. So, und jetzt habe ich hier gesehen eine Nachricht von denen, jetzt gehen wir mal drauf gucken. Community wurden entfernt, Inhalte, die sie hochgeladen haben, wurden von Steam-Supporter entfernt, da sie gegen die Community-Richtlinie verstoßen. Profil-Showcases. Bitte machen Sie sich mit dem Community- und Inhaltsrichtlinien von Steam vertraut. Falls Sie der Meinung sind, dass dieses Objekt irrtümlicherweise entfernt werde, kontaktieren Sie bitte den Support. Auf jeden Fall, so tue ich den Support kontaktieren. Das kann ja nicht sein. Was war jetzt in meinem Steam-Profil Verwerfliches drin, wo nicht bei anderen genauso ist? Ich hatte da meine. Was soll das? Ist der Oberhammer. Why you delayed? Ich schreibe das jetzt mal kurz zusammen und Sound like you deaktiviere are mich hier mal. Ich bin gerade schockiert. Ja, jetzt haben die mir geschrieben, ich weiß gar nicht warum genau. Jetzt schreibe ich dem Support, mal gucken, was da jetzt passiert. Ja. Die haben mir einfach mein komplettes Steam-Profil entnommen. Ich habe jetzt geschrieben, warum habt ihr mein ganzes Steam-Profil zerstört? Ich musste gerade feststellen, dass ihr alle meine Showcases entnommen habt. Ich habe da seit Jahren schon immer dasselbe drin stehen. Mein YouTube-Kanal, mein Twitch-Kanal, mein animiertes Bild und meine Lieblingsspiele und meine Webseite, wie bei allen anderen Steam-Profilen auch. Ich bin sehr lange bei euch und verstehe nicht, warum. Es gab keinerlei Grund, dies direkt zu entnehmen. Ihr habt nicht mal geschrieben, warum genau. Ich denke bloß, weil manche meine Sachen zu mehrfach reported haben, weil sie mich nicht leiden können. Darauf habt ihr meine ganze Showcase entnommen. Bitte überprüft das nochmal. Es kann sich nur um einen Fehler handeln. Ja? Ja, was soll ich da jetzt sonst schreiben? Ich weiß es nicht. Ich finde es total dreist. Ich habe da noch nie was anderes drin stehen gehabt. Ich suche jetzt mal. Ich habe gar kein Bild von meinem Steam-Profil hier, aber ich habe vor kurzem ein Video gemacht über mein Steam-Profil und das suche ich jetzt mal kurz raus, weil da sieht man nämlich mein Steam-Profil. Ich denke halt, weil mich irgendwelche Leute hier reported haben, aber das kann ja nicht sein, dass sie mich nach so vielen Jahren jetzt einfach meine Showcases entnehmen. Als wäre da jetzt irgendwie was Schlimmes drin gestanden. Mein Skin-Baron-Trade, meine Skin-Baron-. Beiliste war drin, meine Webseite war drin, mein Teamspeak, mein Discord, mein YouTube-Kanal und mein Twitch-Kanal, ja, und halt meine Texte von wegen, dass ich meine Handelsrules, dass ich nicht handeln möchte und meinen Tipp-Stream, wo man mir donaten kann, wenn ich live bin. Ja, das ist ja jetzt wohl nichts Verwerfliches, wo man jemanden sein Steam-Profil bannen müsste. Ich finde es der Oberhammer. Ich suche das jetzt mal kurz raus, dann kann man es nochmal zusammen angucken kurz. So, da sieht man es nämlich ganz genau. Und das habe ich vor kurzem nochmal geändert gehabt. Ich habe hier die Sätze oben drüber gemacht und habe das schöner gemacht, aber ich habe weder links hinzugemacht noch sonst was. Ich habe im Gegenteil, ich habe links weggenommen. Hier unten steht Don't add me for links, hier mein Skin-Baron, unten mein Livestream, mein YouTube-Kanal und mein Twitch-Kanal. Hier mein Skin-Baron, mein YouTube und meine Webseite. Und hier oben steht genau das gleiche, mein Teamspeak und meine Website. Und deswegen haben, und unten, ich hoffe, man sieht's, warte mal, ich hoffe, ich scroll mal nach unten, da. Da, ah, da, warte. Da habe ich einfach dieses Ding drin gehabt und das ist Avatar, mein bewegtes Bild gewesen. Und hier unten ist kein einziger Link dabei, das ist nur mein Profiltext und mein Showcase und meine Gruppe, wo jeder machen darf. Und das haben die mir komplett entnommen, aus dem Grund raus, dass ich gegen die Community-Richtlinie verstoße. Und was soll da bitte gegen die Community-Richtlinie verstoßen haben? Das Ding habe ich seit 5 Jahren drin, genauso. Nichts anderes. Aber okay, warte mal, ich gehe nochmal, ich pausiere nochmal kurz. So, die Nachricht habe ich jetzt abgesendet. Mal gucken, was da passiert. So, hier sind die Regeln. Da steht, wahrscheinlich werden sie das sagen, opposed to links to phishing sites. Ja, aber meine Seite ist keine phishing Seite, das ist meine Webseite. Weil ich habe jetzt hier die Google-Suche eingebunden. Und das ist die ganz normale Google-Suche. Hier kann man ganz normal googeln. Wenn man reingeht, Schmandy. Das ist die ganz normale Google-Suche. So. Und wenn sie das als Phishing bezeichnen, ja, meinen Gaming-Index, den ich da auf meiner Webseite eingebunden habe, ja, dann sorry, aber Steam blockt ja auch meinen Domain, ja. Das habe ich dir ja damals angeschrieben, warum sie denn meinen, dass ich Account-Daten stehlen würde, wenn ich ja nicht mal eine Datenbank auf meiner Webseite habe. Ja. Also ich habe ja nicht mal eine Datenbank oder ich
Die Leute können sich bei mir ja nirgendwo einloggen. Ich habe ja keinerlei Login auf meiner Webseite. Sowas habe ich nicht mal eingebaut, weil ich das noch nicht gemacht habe einfach. Ich biete ja nur Inhalt. Also wie können die dann behaupten, dass ich Account-Daten stehlen würde, wenn ich noch nicht mal einen Account-Login habe? Das ist verlogen. Habe ich ja damals in Support angeschrieben und darüber habe ich auch Videos gemacht. Die habe ich noch nie veröffentlicht. Ne? Ja, da hat der Support geschrieben, sie wissen auch nicht warum und ich soll sie bitte nicht mehr anschreiben. Ja? Und dann habe ich ein halbes Jahr später nochmal versucht, da kommt genau das Gleiche. Also sie haben mir keinerlei Hilfe geboten. Heißt mir klar, ich habe hier rechts am Rand diese Partnershops, wenn man MMOGA benutzt, ja, spart man Geld beim Spielekauf. Auch bei Steam angeboten ist es so. Ja, und das passt denen nicht. Und deswegen tun die mich blockieren, ja, weil ich den Leuten helfen möchte. Und das passt ihnen wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das für die dann Phishing, ja, obwohl das gar nicht so ist. Also die behaupten Sachen über mich, die gar nicht stimmen. Und versuchen mir das schwer zu machen, dass die Leute halt draufklicken. Weil die Leute denken ja, was Steam sagt, ist Gesetz. Ja, das ist aber nicht so. Die blocken ja nicht nur mich, die blocken ja auch viele andere Seiten. Alles, was die Mitbewerber blocken sie. Aber was soll ich sonst, gegen was soll ich sonst verstoßen haben, weil ich meine Webseite drin hatte? Ja, super. Wie viele Leute haben ihre Webseite verlinkt? Die haben nicht mal ein Impressum oder weiß ich was. Das ist der Oberhammer. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich finde es der Oberhammer, dass Steam einfach meine Inhalte entfernt. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also wo soll da ein Verbrechen stattgefunden haben? Skin Baron kennt wohl jeder. Mein YouTube-Kanal ist ja wohl nichts Schlimmes. Meine Web, dieses Gamble for Free hatte ich rausgemacht sogar vor kurzem. Ich hatte nur noch diesen Gaming-Index drin und es führt beides auf das Gleiche. Das ist einfach schmandi.de. Und hier oben steht auch einfach schmandi.de schon. Also das, dann müssen sie das da oben ja auch entnehmen. Ja. Also ich bin schwer schockiert. Ich sag euch, da hat mich einfach irgendeiner reported. Mehrfach, weil ich über ihn wahrscheinlich der, wo minus Rap unter mein Profil geschrieben hat. Ja. Man weiß es nicht, aber wenn der mich reportet dauerhaft mit seinen 50 Accounts, ja, dann entfernt Steam halt irgendwas. Ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich werde das unter dem Video schreiben, sobald ich was weiß. Aber was meint ihr dazu? Also ich finde es überhaupt nicht okay. Ich bin schockiert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll noch. Frechheit.